herumlaufen und man in alle Richtungen schießt und diese Tiere eben über den Haufen knallt. Da kommt man in einen Blutrausch hinein. Erst vor einem Jahr im Herbst wurde auch ein menschlicher Treiber in den Kopf geschossen von einem solchen Jäger. Und offensichtlich schauen die da gar nicht genau hin. Diese Treiber haben ja schließlich auch leuchtende Reflektorjacken. Aber trotzdem hat er auf diesen Menschen geschossen. Einfach ein Blutrausch. Lauter Lebewesen, überall kann man hinschießen. Und das ist letztlich der Urgrund, warum es solche Gatter gibt. Um diesen Blutrausch zu erleben und zu befriedigen. Und das ist der wirklich mieseste Umgang mit Tieren, den man sich nur denken kann. Und deswegen sind wir heute hier und appellieren an die Kirche und an die Gesellschaft und an die politisch Verantwortlichen und an die Jägerschaft, dass dieser Anachronismus, diese unfassbare Tierquälerei, diese totale Respektlosigkeit den Tieren gegenüber, dass das ein Ende findet. Neben diesen Gatterjagden gibt es auch noch die Jagd auf gezüchtete Vögel, aber auch auf Feldhasen. Wir haben vor einigen Jahren so einen Feldhasentransport gesehen, der ist aus Ungarn gekommen. Dort werden die Hasen wie in einer Legebatterie in Käfigen gehalten und dann eben zu zahlenden Jagdgästen nach Österreich geschickt. 600 Feldhasen waren etwa auf diesem Transport und wurden direkt vor der Treibjagd in das Gelände gelassen, um dann bejagt und erschossen zu werden. Und weil da bei solchen Jagden auf Zuchttiere, seien es Fasane, seien es Rebhühner, seien es Stockenten oder seien es eben Feldhasen, weil da so viele Tiere anfallen, die in der Natur nie vorkämen, weil dort Hunderte, ja Tausende solcher Tiere anfallen, ist die auch niemand. Diese Feldhasen wurden mit einem Bagger im Boden verbuddelt. Der Bagger hat ein Loch gegraben, dann die toten Feldhasen hineingeworfen und es wieder zugeschüttet. Das ist das Leben dieser Tiere. Aufwachsen in einem Käfig, der Tiertransport nach Österreich, das Aussetzen im Gelände, die Todesangst, wenn sie gehetzt werden, der Schmerz, von der Kugel getroffen zu werden, und viele davon leben dann ja noch, überleben den ersten Schuss, und gerade bei Schrotschüssen auf Feldhasen leben noch viele dieser Tiere, um dann schrecklich an diesen Wunden einzugehen, um eingebuddelt zu werden. Das gesamte Leben nur darauf ausgerichtet, dass irgendjemand, der so etwas Spaß macht, diesen Spaß auch erleben kann. Deswegen unser heutiger Gedenkmarsch im Gedenken an diese Tiere, an diese 600 Hasen, an die 93 Wildschweine, die Josef Bröll, Peter Lebersorger und Alfons Menzdorf-Puy im Gatter in Kaumberg erschossen haben, und an die zig, wenn nicht 100 Tiere, die erst letzten Samstag im Jagdgatter Bildein von Menzdorf-Puy und seinen Freunden und Freundinnen getötet wurden. Menzdorf-Puy war heute wieder auf der Jagd auf Zuchttiere. Heute hat er Fasane ausgesetzt, aus Ungarn importierte Zuchtfasane mit Schnabelsperren im Mund. Das sind so kleine Plastikstücke, die man in die Nasenlöcher klemmt und dann den Mund sperrt, sodass sie den Mund nicht schließen können. Ein typisches Vorgehen in der Massentierhaltung. Und er hat 20 Fahrzeuge waren es, diese Fasane aussetzen und abschießen lassen. Die Gäste, man konnte es von den Autonummern sehen, waren quer aus ganz Österreich. Große Limousinen, Fahrer, Chauffeure dabei. Von Tirol bis nach Wien, von der Steiermark, Kärnten bis nach Salzburg. Gäste, die wahrscheinlich alles Kunden oder irgendwelche wirtschaftlich wichtigen Personen sind, von denen er sich irgendeinen Deal erhofft. Diese Personen, die sozusagen die Wirtschaft führen in diesem Land, die gönnen sich unter Anführungszeichen einen derartigen Spaß. Das muss ein Ende finden. Die Mehrheit im Land will dieses Ende. Die Mehrheit im Land muss diesbezüglich gehört werden. Und deswegen sind wir hier, deswegen machen wir eine laute Stimme, dass die Menschen das hören und dass die Politik zuhört und dass endlich dieser Umgang mit diesen Tieren verboten wird. Wir werden jetzt noch zurück über die Rotenturmstraße und die Freiung bis zum Votivkirchenplatz gehen. Ich weiß nicht, wie man die Kraft hat.
Thank you.